So, hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Falls ihr es gerade auf YouTube seht, ich streame jeden Samstag und Sonntag Vormittag so von 9 bis 13 Uhr ungefähr die Spiele, die mich gerade interessieren. Aktuell ist es Baldur's Gate 3 als Projekt. Vorher war es Battle Brothers, vielleicht habt ihr es gesehen. Und ich würde sagen, jetzt geht's erstmal weiter. Wir haben hier so ein bisschen was wie ein Dungeon Crawl, glaube ich, vor uns. Wenn ich denn eine Option finde, oh, da ist ein toter Minotaurus, dieses Ding hier zu öffnen. An den toten Minotaurus erinnere ich mich irgendwie gar nicht mehr. Genau. Schloss knacken. Ist theoretisch möglich. Ich habe plus 1 Geschicklichkeit, bin geübt in Fingerfertigkeit und wir könnten 4 bis 7 Bonus machen, um dieses Schloss zu knacken. Ich denke aber, es sollte einen anderen Weg geben hier raus, oder? Denke ich eigentlich. Und hier sind nur Sachen drin, aber gelootet ist das alles. Der Helm? Kann der Helm was? Ist zumindest ein bisschen was wert. Rettungswürfel Konstitution. Lesel, I guess? Assume nothing. Rettungswürfel Geschicklichkeit? Passt deutlich mehr bei dir. Würde ich sagen. Dann geht das an Karlach. What's the story? Warum hast du das nicht ausgerüstet? Das wechselst du, oder? Ach du Scheiße, sieht Karlach mit sowas beschissen aus. Ja. Ich glaube, es reicht, wenn ich mit Dingens rumlaufe, sonst ist es ein Fight mit der falschen Waffe unterwegs. Das hier hat man noch erkundet. Ich habe jetzt eine Woche lang nicht gespielt, ne? Also ihr müsst mir so ein bisschen nachsehen. Ich könnte natürlich einfach hier draußen raushüpfen, ja? Das wäre natürlich immer eine Option, ne? Hier so hüpf. Da gibt's eins, verliere ich aber 3 TP. Gibt eine Option. Ich könnte. Achso, ich habe natürlich auch. Ich habe natürlich auch gar keine Zauberplätze mehr. Ich könnte mich sonst nämlich auch einfach Nebelschritten. Ich könnte natürlich auch einfach hier raus. Wait, daraus geht's doch, oder? Hier aus dem Ding. Komme ich doch safe raus. Warum hast du jetzt gestöhnt? Das irritiert mich jetzt schon. So viele Ebenen. So, hier komme ich doch relativ weit runter. Ich könnte jetzt hier natürlich nach runter springen. Wenn ich das will. Fackelstelz. Wieso? Okay, die explodieren. Aha. Hallo? Danke. Nicht erreichbar. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Das. Hä? Doch, komme ich. Komisch. Könnte ich eine Feuerschale anmachen, wenn ich mehr sehe? Halli, Luxan! Du stöhnst gleich für mich. Warum? Inwiefern? Okay, hier komme ich nicht weiter. Hüpf. Wunderschönen guten Morgen, Xan. Achso, hier ging es runter. Haha! Ich bin blind. Wie geht's dir so? Wie war deine Woche? Achso, da fällt mir ein. Ja doch, da oben kannst bleiben. Versteinerte Drow. Moment, versteinert heißt, hier gibt es irgend so eine Medusa oder sowas, wie so viele Versteinerte wie hier sind. Stufe 4 versteinert. Ja. Rettungswurf, Fehlgeschlag, Explosion? Warum ist das explodiert? Okay. Und überrascht sind wir auch noch? Oh oh.
Oh shit. Das tut mir leid, Xan, dass du so unausgeschlafen bist. Ich wollte... Oh shit, ist das wirklich ein Beholder? Ich habe doch keinen einzigen Zauberplatz mehr als Hexenmeister. Fuck! Das ist ein Stufe 5 Beholder mit 118 Damage. Und der irgendwie dreimal angreifen darf in einer Runde. Ach du Scheiße. Viermal? Moment, darf er für jedes Auge einmal angreifen? 1, 2, 3 und dann selber nochmal? Ich hab doch... What? Und er kann Leute entsteinern, die nicht dann... Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Kampfrosch Adlerherz, der dich nahezu unverwundbar macht. Rücksichtsloser Angriff. Nicht genügend Bewegung. Ach, verdammt. Ah, und springen darf ich nicht mehr? Ach. Hier ist Dunkelheit, aber da darf ich doch trotzdem durch. Hier sollte man noch, ich komme da hin. Das ist natürlich jetzt doof, ne? Dass man, wenn man seinen Kampfrausch benutzt und dann sagt es einem, ey, geht nicht. Wenn ich nur auf den Boden ziele, sagt er mir das auch, dass ich da nicht hinkomme. Aber wenn ich auf ihn ziele, sagt er mir, ich würde hinkommen. Dann müssen wir halt so weit gehen, wie wir können. Und damit wir unseren Kampfrausch nicht verlieren, versuchen wir ihn zu hitten. 70%. Sehr schön. Haben wir das. Jetzt bist du neutral. Nicht mehr, du bist jetzt nicht mehr gegen mich. Laut der Anzeige. Versuch beenden. Das ist ja eigentlich schon ganz gut. Och du Scheiße, bist du unfähig. Okay, das ist noch schlimmer. Wenn ich jetzt einfach... Nahkampfwaffenset 55. Aber kann das... Kann das ziehen? 65%. Fehlschlag. No. Spirituelle Waffe 3, zack. Du gehst mal hier oben hin. Wer bist du? Wo ist der da oben, der uns nochmal angreifen wird demnach? Boah. Du kannst auch noch fighten. So wie ich das sehe, wirst du genauso dich hier hinstellen. Und entweder könntest du den jetzt schlagen oder den da oben anschießen, damit er uns nicht mehr fightet. Schade. Fesselnder Schlag waldweit. 50%. Gefesselt. Sehr schön. Haben wir den zumindest schon mal. Ich glaube, ich will hier direkt nochmal. Let's go. Dann gehen wir nämlich auch noch für den Blutungsschlag mit Vorteil. Das hat der Blutung und die Fesselung. Nice. Und ich chuck mir erstmal einen mächtigen Heiltrank rein. Würde ich sagen. Und dann Schaurigen straft den da oben, damit er hoffentlich auch neutral wird. Talisman des Beobachters. Okay, haben wir jetzt geklärt. Aha, der greift den nämlich, die greifen den nämlich auch an. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Lähmender Strahl. Biss hat auch fehlgeschlagen. Sehr gut. Jetzt haben wir dich halt wieder. Du bist Arkark. Ich habe das Gefühl, 35% ist natürlich eine absolute Katastrophe. Nehmen wir das Nahkampfwaffenset, bitte.
Wir sind eh schon im Vorteil, weil der gefesselt ist. Dann können wir uns, glaube ich, auch den rücksichtslosen Angriff sparen. Und eine andere Option haben wir mit unseren Kampfrauschladungen und so weiter hier nicht. Deswegen einfach Druff da, würde ich sagen, auf das Ding. What? Holy shit. Kann auf dich komme ich nicht mehr. Auf dich komme ich nicht. Dann würde ich sagen, ich versuche nochmal Wunde verursachen. Nochmal 17. Holy, okay. Meine Leute können inzwischen schon ein bisschen Damage machen. Ja. Schade. So, du bist ja aber auch eine Nahkämpferin. Nutzaktion und Bonusaktion in diesem Zug, um ein Ziel anzugreifen, um beim Vorteil zu sein und Bonusschaden zu bewirken. Let's go. Aktion und Bonusaktion. Und haben, ja, nicht so erfolgreich, wie es gehabt hätte. So, aber du darfst auch nochmal mit Vorteil. Das Festhalten ist ja unfassbar gut für mich. So, jetzt ist die Frage, wenn wir den schaurigen Strahl, haben wir 50%, bei dem halt 88. Und ich glaube, er wird wahrscheinlich sogar, er könnte ihn angreifen allerdings. Ich versuche ihn zu retten, let's go. Klingenbann. Durch Hiebstich und Wuchtangriffe nur halben Schaden. Kann ich das nicht mit einem anderen machen? Ich glaube, es geht nur auf mich, ne? Komm, ich versuche ihn davon zu überzeugen, nicht uns anzugreifen. Scheiße. Damit er seinen Boy hier, seinen Kumpel, Duren, nicht platt macht. War so die Idee. Hätte ich lieber was werfen sollen, oder? Wäre smarter gewesen. Zieht eine aktive Waffe mit Gift? Nee, das meinte ich nicht. Ich nehme mal nach Typ. Wir hatten doch auch so Wurfbums. Die aktive Waffe mit Gift. Die aktive Waffe mit Gift. Nee. Nee. Öl. Sprechen mit Tieren. Trank des glorreichen Sprungs. Verdreifacht. Okay, haben wir die alle verkauft? Da hier. Auftreffen explodiert. Brauche eine Aktion. Ja gut. Dann sind wir wohl fertig. Oh, Magierrüstung ist gut, dann überlebt er vielleicht länger. Der ist sowieso tot. Der ist gelähmt und den anderen hat es gerade. Oh, nice. And worse. Wir haben einfach gerade einen fucking Betrachter gekillt. No one stopped me yet. Okay. Das ist krass. Ein Velkos bitte. Hier. Hier hast du einen Velkos. Moment, wieso kann ich hier nicht hin? Da. Ein Velkos mit sehr großem Mund. Krass, krass, krass. Wir haben von dem bekommen. Den Zauberfunk ist von uns. Dieses Amulett. Strahl der Furcht, Nekromantiezauber dritten Grades, sehr selten. Verwundeter Strahl, Nekromantiezauber dritten Grades. Verängstigt dein Ziel zwei Züge lang. Das ist dritter Grad? Nur verängstigt und sonst nichts? Aber es ist for free auf dem Ding, oder? Bewirkt 2 bis 16 nekrotische Schaden bei Rettungswurf, das Ziel leidet dennoch den halben Schaden. 2d8, das ist... Weißt du, wie viel Reichweite hat? Was habe ich hier? Mit Toten sprechen. Mit Toten sprechen wäre halt Rollenspieltechnisch schon cooler, aber das brauchen wir halt nur manchmal. Sind wir ehrlich. So, jetzt rede ich mal mit den Leuten, würde ich sagen. What's in here? Noch kurz was looten. Erinnerungssplitter. Ne, wir lassen das mal kurz, wir reden erstmal kurz mit den Jungs. Oh, my head. Was passiert? Wizard Duan hired us. Find a forge.
came across Zagrin, his friend. A fight broke out. He summoned a spectator. Fool. Okay. Der ist gesummoned worden. His spectator petrified us. Somehow. Was könnt ihr mir gesagt haben? Ist irgendein böser Magier demnach? The Forge. He wanted the Forge. Aber wenn der einen Beobachter beschwören kann, will ich dann gegen den kämpfen? The others need to get them out. Okay, es gibt noch mehr. Gut, aber du scheinst nichts dagegen zu haben, wenn ich deinen Freund plündere. Eiskalter Griff in etwas, als wo ein Stab war. Eine einzelne Schraube ragt oben heraus. Eisiger Griff. Blitzstrahl. Klassenaktion. Bündel die Elektrizität in deinen Adern, um deinen nächsten Blitzzauber oder Zaubertrick zu verstärken. Zwei Züge lang. Okay. Und Erinnerungssplitter. Wirbelnde Schatten bewegen sich in diesem Kristall, als wäre etwas darin gefangen. Verwenden. A dull crystal glowing only faintly. Arcane Kunde. Versuchen die Funktion zu ergründen. Let's go. Gib mir mal einen Bonus. Man weiß ja nie. Gut, hat man es nicht gebraucht, aber wir hatten ihn. You heard its like described before. A memory shard. Used to store brief mental impressions from the user's mind. Okay, und wie komme ich daran? Vorsichtig den Inhalt suchen. Let's try. Versuchen wir den Inhalt der Erinnerung zu finden. Nice. The crystal's glow swells, drawing you into its depths. You are transported. Somewhere deep. Das sind die Höllen. Ah, die Schmiede wahrscheinlich, ja? Okay, eine riesige Schmiede. Ich habe jetzt niemanden mehr mit einem Zaubertrick, ne? Gale könnte ihn absorbieren und zerstören. Blitzzauber oder Zaubertrick? Das wäre halt nur was für Gale tatsächlich. Beistand. Heile dich dein Treffpunkt. Achso. Moment, ich muss mal kurz gucken, was haben wir denn hier noch für Ausrüstungen? Fehlleben macht es dem Trigger einfacher, Todesrettungswürfe zu bestehen. Okay. Du kriegst das Nebelschritt. Du hast noch gar nichts. Lol, hier. Da kannst du Beistand wirken. Let's go. Aber das ist ja eigentlich nicht mehr ausgerüstet. Eine schöne Trommel die ganze Zeit. Hier haben wir noch ein paar Parasiten, die aber, glaube ich, bisher niemand von uns abkaufen wollte. Was ich inzwischen erfahren habe bei dem Spiel, weil ich habe in der letzten Woche auch so ein bisschen, wenn ich mal da auf Arbeit Pause gemacht habe oder so, ein paar andere Leute zugeguckt, wie die das Spiel gestartet haben. Was ich inzwischen erfahren habe, ist, dass je nachdem, wo man, bei welchem Händler man was verkauft, man unterschiedlich viel Geld kriegt für Dinge. Also nicht nur, wie sympathisch die einen finden, sondern auch, wie nützlich die das Item finden. Das wusste ich nicht. Und das Schild hier hat uns übrigens gerade, glaube ich, den Kampf gecarried. Holy moly. Wir hatten irgendwie auf 5 Angriffe Vorteil dadurch. So gut. So, so gut. So. Silberkrams mal. Ach, hier hätte ich auch werfen können. Gut, aber war ja sowieso tot, also da konnte ich jetzt wenig machen. Kann ich mit dir auch noch reden? Hast du was anderes zu erzählen? Hi. By the demon web. It has been so long. Wie lang denn? Das wäre eine gute Info, wie lang war denn versteinert? Dead. Oh. I need to think. Dorn war wohl der Anführer, I guess. Novize der lebenden Bibliothek. Reden wir nochmal mit dir da oben. Oh, Sasuna Tain. Flesh once more.
Crack. A pity Dawn cannot say the same. Wo das Dankes war schon angepasst. You still breathe after taking that tone. Let that be your thanks. Wow. Ihr seid aber unhöflich, Leute. Ich habe euch gerade aus der Versteinerung befreit, mehr oder weniger indirekt. Also, der hätte man schon ein bisschen froher drüber sein dürfen, sind wir ehrlich. Und jetzt die Dinger explodieren, wenn man da rangeht, danke. Ja, Quadera Demonstrante. Ist ein bisschen gemein. Oh, ich war zu nah dran. Ups. Ich hat's. Lol, die Explosionen sind riesig. Wir sollten auf jeden Fall mal die kurze Rast machen, damit mein Hexenmeister wieder Zauberplätze hat. Sonst sind wir die ganze Zeit nur am schaurigen Strahl strahlen. Kommen wir hier runter? Ja, kommen wir runter. Und bevor wir jetzt noch näher rangehen, machen wir hier direkt nochmal einen schaurigen Strahl auf das Ding, bevor das irgendjemand auslöst. So. Hier geht's, glaube ich, nicht hin. Irgendwo in der Underdark. Hier sieht's aus, als könnte man hier was looten. Moment. Und hier könnte man runterklettern, wenn man drüber hüpft. Dann spare ich mir den Giftscheiß hier. Be wary. This place is trapped. Ist das ein alchemistisches Souvenir? Drei davon um eine Suspension. Ach, stimmt. Das ist noch ein Ding. Wo war das Haar? Genau. Ich kann ja theoretisch Tränke herstellen. Feuerresistenz. Ich kann Granaten herstellen. Beschichtung. Ich brauche dazu, glaube ich, erstmal irgendwelche Sublimate. Sumpfgas-Sublimat. Extrakt. Fehlende Zutat. Habe ich, glaube ich, einmal hergestellt. Alles extrahieren geht nicht, wenn ich nur eins habe. Okay. Kann davon jeweils immer nur eins herrschen, von den Sublimaten. Salze. Schurkenmeuchelsalz. Alle extrahieren. Essenzen. So, was? Sylvanischer Stein, Wimmelpilz. Okay. Asche. Balsam. Balsamasche. Die verbrenne ich dann anscheinend. Drachenei, das ist ein Pilz. Okay. Könnte ich theoretisch noch mehr herstellen? Virole, Suspensionen. Bullywug-Trompeten. Für die Suspensionen, das sind, glaube ich, die Basissachen für Tränke oder sowas. Das könnte ich schlichtes Gift zum Beispiel machen, weil wir. Sublimat der Herbstzeitlose, schlichtes Gift. Nee. Hä? Achso, die beiden ergeben das, so wie ich das sehe. Eine Suspension aus Bullywug-Trompete und ein Sublimat der Herbstzeitlose. Wird ein schlichtes Gift. Feuerresistenz, grenzenloser Fokus. Der den Zauber nicht aufrechterhalten kann, ist nützlich für entkesselte Schokolade. Was? Elixier des grenzenlosen Fokus, ein Zauberwirker, der. Hä? Du gibst mir Vorteil auf Konzentrationsrettungswürfe oder was? Sehe ich das richtig? Heiltränke, mächtige. Oh, ich kann mächtige Heiltränke herstellen. Da sehe ich mich erstmal. Trank des Gedankenlesens. Yo! Trank des glorreichen Sprungs. Und normale Heiltränke. Trank des Federfalls. Da kann man schon coole Sachen machen, würde ich mal behaupten. Öl der Präzision. Das schlüpfrige Öl lässt deine Waffe noch die winzigste Lücke in der gegnerischen Abwehr finden. Das geben wir mal. Jetzt haben wir hier einiges gemacht, oder? Das geben wir mal Karlach. Weil wenn die zuhaut. Stimmt, Lumps Krieg konnte. Ich weiß nicht, ob ich die auch hier hinrufen kann, aber. Vielleicht schon. Ich soll es nicht ausprobieren ohne. Schmerz ist der Weg zur Klarheit. Wenn du höchstens 30. Achso, ja, das, da habe ich einen Buff gekriegt, stimmt. Kriege ich einen plus 2 Bonus auf Angriffswürfe, wenn ich absinke. So. Aber hier brauchen wir ja keinen.
weiter. Hier können wir einfach runterklettern. Okay. Bin mir nicht ganz sicher, was mir das gebracht hat. Ich kann jetzt hier hinspringen. Ich komme halt da nicht zurück. Aber ich spare mir dadurch diesen komischen Weg hier durch. Was ja eigentlich eine gute Option ist, finde ich. Das ist jetzt ein Autospeichern, das finde ich ein bisschen... bisschen merkwürdig, bin ich ehrlich. What? Hey, ist noch ein Landhai getroffen oder was? Was? Anscheinend, jetzt wackelt die ganze Zeit der Bildschirm, das ist ein bisschen doof. Achso. Soll ich meine... Ich gehe mal weg. Kann ich hier hochklettern, ohne dass ich... Anscheinend nicht. Ja, ich kann eh nichts treffen, deswegen Zug beenden. So, Zug beenden. Zug beenden. Was ist ein fucking Landhai gewesen? Yo! Raubtier der Dunkelheit. Jetzt der Kampf. Nee, der Kampf ist nicht vorbei. Du. Aber du hast. Wie hast du die Liselle wieder hingestellt? Merkwürdig. Okay. Wir waren nicht im Kampf. Ich dachte, wir waren im Kampf. So, sind wir alle beigetreten. Jetzt sind wir alle beigetreten. Ich komme nicht bis runter. Hohe Verteidigung, aber wir haben erhöhte Positionen. Wir sind nicht sonderlich gut im Ranged-Kampf, sind wir ehrlich. Aber wir versuchen immer trotzdem mal Fehlschlag. Ich würde mir kurz Laser Karlach holen. Du kannst boah, wahrscheinlich nicht von hier springen, oder? Muss wütend sein. Achso, du kannst es erst, wenn du den Kampfrausch gemacht hast. Den will ich jetzt aber noch nicht machen, weil ich nicht weiß, ob wir hier Damage Welder laufen. Der ist natürlich ungünstig. No time to waste. Gut, du rennst auch mal so weit du kannst. Würde ich sagen. Das Geschoss. Was ist das für ein Rettungswurf? Der nächste Angriffswurf gegen dieses Ziel ist ein Vorteil. Lenkendes Geschoss. Achso, nee, wir müssen dich beschwören. Spirituelle Waffe. Ja, jetzt ist wahrscheinlich ein Hammer besser. Das Ding sieht gepanzert aus. Weil das Ding, es wird aber wahrscheinlich den ersten Angriff tanken, so wie ich das sehe. Wäre so meine Vermutung. Moment, was sind denn meine Grad 2 Zauber eigentlich? Talisman des absoluten Beistands. Heilung, schwache Genesung, Person bezaubern, Stille. Dann kann das Ding nicht zaubern. Ja. Abbild beschwören. Dazu muss ich aber... Ich glaube... Bei kurzer Rast tut das wieder okay. Nicht genügend Platz. Achso, ich kann eine Illusion. Haha. Die Illusion muss in der Nähe stehen bleiben. That's the point. Ich kann das Ding doch untersuchen, oder? Resistenzen nichts. Okay, nevermind. Dunkelsicht, Gelegenheitsangriff, territorial. Andere Monstritäten dann, bevor sie sich auf kleinere Beute stürzt. Okay. Den also in ein anderes Monster reinzukalten. Wie vielleicht eine Spinne, wenn ich das hier so sehe? Hier ist nämlich ein Spinnennetz. Wäre voll smart gewesen.
das auf sie machen? Zum Bestätigen klicken. Oh, es ist auf mir. Ups. Ja gut. So. Dann kriegst du direkt noch einen Zug danach. Kann ich da reinschießen? Nicht genug Bewegungsrate. Nope. Kann ich nicht. Dann Zug beenden. Also jetzt Spurten benutzen können. Ja, hat mir fast vermutet, dass er jetzt die Waffe nimmt. Weil die auch jetzt zurückhaut. Fehlschlag. Irgendwie hat das Tatendrang. Habe ich für Tatendrang verkackt? Oh Gott, das wäre sehr traurig, sind wir ehrlich. Aber wahrscheinlich habe ich das verkackt, ne? So. 10%. Oh shit, der ist, glaube ich, ein bisschen. Der ist ein bisschen. Widerstandsfähiger, würde ich sagen. Immer noch 10%, das zählt das nicht als Angriff. Rettungswurf geschafft. Achso, hier brauche ich beides, ne? Dann versuchen sie sich zum Bluten zu bringen. Damit ist Präzisionsangriff durch. Okay, den treffen wir nicht. Ich dachte ein bisschen mehr, dass ich mit dem ein bisschen besser zurechtkomme, ey. Sind wir ehrlich. Kampfrausch Adlerherz, komme ich denn bis dahin? Nee. Ein Stück ran. Sprung! Hat Sturzschlag bei Landteil benutzt. Karlak braucht 17 für einen Treffer. Ergebnis 10. Rücksichtsloser Angriff. Nope. Nope. Die hat einfach zweimal daneben gehauen, ey. Ich mach's mal so. Dolchwolke soll dann nämlich, wenn er dort stehen bleiben muss, trotzdem ganz gut helfen. Ich hoffe, er kommt da nicht einfach weg. Sprung. Oh, da kriegt sie minus TP. Das ist aber schlecht. Dann hüpfen wir mal hier hin. Let's go! Und trifft halt auch nicht. Also von meinem Nahkampf hat kein einziger getroffen. Nur die Dolchwolke hat überhaupt Damage gemacht an dem Dude. Landherr hat bis auf spirituelle Waffe benutzt. Wächterreaktion. Dann kann man nämlich nochmal angreifen zumindest. Da haben wir mal getroffen endlich. Ist halt die spirituelle Waffe dadurch schon weg. Ist durch die Unterbrechungsaktion jetzt die KI gestorben? Landherr, du bist dran. Du müsstest deinen Zug beenden. Ha, danke. Ja. Jetzt haben wir dich. Präzisionsangriff, I guess. Das ist uns, glaube ich, unseren Rausch gerettet, tatsächlich. Vorteil und alles drauf da. Let's go. 11 Präzisionsangriff. Sehr schön. Da habe ich keine Überlegenheitswürfel. Glaube ich, habe noch einen, ne? Wenn ich das so sehe. Dann Zug beenden. Vorbei. Was? Vorbereiten. Opfere 6 Meter Bewegungsrate, um in diesem Zug 3 Schiebschaden mit der Nahkampfwaffe zu bewirken. Ja, wir wollen eh nicht laufen. Würde ich sagen, rücksichtsloser Angriff. Jetzt läuft's. Machst mal das Öl. Nein! Das wollte ich nicht! Ach, ich wollte das Öl der Präzision bestätigen. Scheiße. Aber er hat Damage gemacht. So much for peace. Du hast ja Damage gemacht, ne? Mir fällt gerade so auf. Hallo Sono und tschüss Sono. Du musst länger spielen. Jetzt kostet eine Aktion das Ding zu wechseln, aber ich will das eigentlich schon haben. Das ist dann halt so, dass es eine Aktion kostet. Benutzen wir das Schild des Glaubens? Sie hat jetzt gerade
26. What? Achso, weil sie drei Illusionen hat, ne? Wie lange halten denn die Illusionen noch? Noch 8 Runden. Dann würde ich mal das Schild des Glaubens auf sie machen. Würde ich sagen, damit sie auch gebufft ist. Dann ist die Frage, haben wir 50%, aber 40%. Ja. Ja, dann würde ich ja damit zuhauen. Damit 30. Okay, dann heilige Flamme, let's go. 8. Besser ist nix. Oh, jetzt haut er ab. Bei Unterhälfte. Das ist ein bisschen doof. Dass ich die Fackel nicht in meiner Offhand haben kann. Wenn ich das Ding ausgerüstet habe, hier mein Zauberstäbler. Dass ich die Fackel nicht hier hin tun kann. Das stört mich ein bisschen. Ehrlich gesagt. Ein bisschen sehr. So, wir haben den Landteil jetzt getroffen. Speichern mal. So viel weiter bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe genau nicht weitergespielt, Sono, ne? Hier sieht's nach der Forge aus, die wir suchen. Glaube ich. Nimm deine blöde Fackel raus! Ich wollte gerade sagen. So, Dolchwolk ist weg. Abgrund kriege ich. So, du hast doch einen Feuerzauber. Mach mal hier auf das. Auf noch mehr, bitte. Hab wenig Lust, ist hier. Das hier überall. Weil die kann, sind, glaube ich, Deko. Die kann ich, glaube ich, nicht wegmachen. So. Kolonne aus Spinnenseide. Oh, oh. Ja, also hier gibt es auch fette Spinnen. Sehen wir auf jeden Fall. Grippe, Kolonne aus Spinnenseide. Verrottender Korb. Ah, da ist 3 Gold drin. Jutesack. Zwischen werden die Truhen auch hervorgehoben, das finde ich gut. Schlossknacken. Wie schwer ist denn das hier? 15. Versuche mal ein Try zu machen, ja. Ein Try. Wir haben genau ein Try gemacht. Hallihallo Xellos. Anscheinend spiele ich Warlock ohne Hex. Wunderschönen guten Tag. Wir haben ja noch ein paar Diebeswerkzeuge. Let's go! Komm schon! Yes! Kritischer Erfolg! Bunch of empty boxes and spiderwebs. Guess Lolth's cultists haven't been back here in a while. Was ist denn hier drin? Eine Lederrüstung, Rüstungsklasse 12, Heimlichkeit plus 1. Okay, wenn man viel. Weiß gar nicht, könnte ich. Ups. Da. Ja. Also ich spiele mit Schaurigen Strahl, Magierhand, Klingenbann, Hexenfall, Dissonanz Flüstern, Nebelschritt, Unsichtbarkeit, Dolchwolke und Anrufung mit Tieren sprechen. Das sind die Sachen, die ich jetzt dabei habe. Bildung der Gläubigen. Lesen. Ein Auszug einer langen Rede von Mutter Oberin Tarai, die sie in Menzoberranzan hielt und die von einem Seldarien-Spion niedergeschrieben wurde. Gepriesen sei Lolth, Mutter aller Drow. Ihr Netz bindet uns, Körper und Seele. Oh, Lolth ist die Mutter der Spinnen, das ist so eine Gottheit, ne? Die ist tendenziell nicht ganz so nett, wenn man der, glaube ich, wenn man bei der in Ungnade fällt. Die hat da, ich glaube, die Jünger sind auch, geht so ein bisschen Richtung Nekromantie, glaube ich, oder zumindest Richtung, wir machen alles damit, was uns dient, irgendwie sowas in der Richtung. So, der Zweck heiligt die Mittel und so ein Kram. Jetzt bindet uns Körper und Seele und erstickt die Unwürdigen, ehe sie einen Atemzug tun können. Wer vor mir steht, hat seinen Wert bewiesen. Ihr werdet alle, die neu zu Lolth gesetzt konvertiert sind, schulen
Schulen unterrichten mit allen nötigen Mitteln. Genau. Viele von ihnen fürchten die Göttin, wie es sich geziemt, doch ihr Glaube ist noch nicht echt. Ihr Verstand ist simpel und muss entsprechend behandelt werden. Sie müssen die Befehle jeder Priesterin wie ein heiliges Dekret verfolgen. Sie dürfen ihre Augen niemals bedecken und Lolth geschenkt beleidigen. Sie müssen das Haus ehren, das sie aus ihren jämmerlichen, verräterischen Herkunft errettet hat. Sie müssen unsere Geheimnisse bei Todesstrafe hüten. Sorgt dafür, dass ihr Tod öffentlich erfolgt, sollte es je dazu kommen. Lolth lächelt auf jene herab, die sich in der Folter als einfallsreich erweisen. Okay, ich wollte es mitnehmen. Das ist hier irgendwie... Sieht aus wie so ein alter Tempel oder sowas. Für irgendeine Spinne. Verrottender Korb brauche ich nicht mitnehmen, logischerweise. Kokon aus Spinnen, Spinnenei. What? Das ist aber ein kaputtes Spinnenei. Das ist zwar ein Spinnenei, aber ich kann es nur attackieren. Das will ich jetzt eigentlich nicht. Noch ein Grippe, Spinnenei, Kokon. Gut, ist ja klar. Haben wir alles uns angeschaut hier. Komme ich irgendwo noch hin? Nee. Ich kann noch einen Abgrundkriecher mitnehmen. Weil das unser Salz ist. So. Das ist natürlich die Frage, wir könnten hier runter Nebelschritten. Was haben wir davon? Hier geht es irgendwie noch weiter. Und hier geht es auch irgendwo hoch. Wo wir noch nicht waren, mit Sicherheit. Okay. Ja. Ich hoffe, der Landteil kommt nicht zurück. Der wäre ein bisschen eklig. So, die Alternative ist... nicht direkt anklicken. Wir gehen hier runter in die ganze Explosivscheiße da unten. Ha! Kann ich von hier oben den Quatsch da angreifen, dass ich hier noch safe bin? Da haben wir schon mal ein paar weg. Aber dann noch eins weg, damit du nicht da reinrennen könntest, meine Leute, ne? Die sind ja alle nicht so smart. Mit ihren Wegfindungen. Dort liegt irgendwas. Ich würde sagen, wir versuchen mal hier runter zu gehen. Wimmelpilz. Hallo Jean. Ich habe gerade die Pilze weggemacht, oder die, ja. Weil wenn man in der Nähe kommt, explodieren die sowieso. Und dann machen die Damage. Und ich habe halt wenig Bock, dass ich Damage krieg. Deswegen, ja. Habe ich die gerade angegriffen, damit die schon mal kaputt sind. Oh, da ist der scheiß Dude wieder, der... Natur fehlgeschlagen. Ach, ihr seid doch alle. Ihr seid doch alle Lappen. Deswegen greife ich die an. Damit die hier zerlegt und ich kein Problem dann habe, hier rumzulaufen. Okay, hier geht's gar nicht lang, geht nur hier rum. Und das mache ich halt mit meinem schaurigen Strahl, weil den kann ich so oft casten, wie ich will. Ha, wo geht's denn hier noch hin? Ja, das ist mir schon aufgefallen. Den Landteil habe ich schon getroffen, tatsächlich, hier unten. Den habe ich gerade schon auf Hälfte Leben geknüppelt. Und ich habe auch den Betrachter schon getroffen, der hier ist. Ich hoffe, wenn ihr hier seid, ist euch klar, dass ich natürlich erzähle, was ich gerade gemacht habe und damit eventuell auch Dinge spoilern könnte. Und wie gesagt, da meine Begleiter nicht zwangsläufig die smartesten sind, was ihre Wegfindung angeht, mache ich die ganzen Sachen kaputt. Von oben runtergefallen. Oh, also irgendwo über mir kommt er her. Toter Drow. Warum ist denn jetzt... Ist er meine Fackel weggetan aus irgendeinem Grund? Achso, weil ich im Wasser bin. Schrift wurde verlangsamt. Das hätte dir vielleicht geholfen, dich nicht zu töten. Wiedergebundenes Tagebuch. Lesen. Ein Gefallen, ein treuer Diener, mehr habe ich nicht beschworen. Nicht mehr und nicht weniger als Melis Durdon oder die Mutter der Begierden selbst. Ach
Ach so, nur die Mutter der Begierden selbst, so ein kleiner Gefallen. So eine Mini-Beschwörung, das ist ja nichts Schlimmes, ne? Die Jochlol war prächtig anzusehen in all ihren Gestalten. Ich habe von ihrem fauligen Geruch gelesen, aber ich fand ihn berauschend, wie Rosenwasser. Sie hat einige Artefakte zertrümmert, einen Meister angefaucht, den Erzmagier hätte mich für eine solche Beschwörung verehren sollen. Stattdessen hat er mir gedroht, mich zu verfluchen, mich in eine Drinne zu verwandeln. Zur Erklärung, auch wenn es auf Deutsch dumm klingt, Drinne ist ein Mix aus Dunkelelf und Spinne. Im Englischen ist es der Drider. Ja, Drow und Spider, und im Deutschen machen sie halt auch Drow und Spinne, deswegen Drinne. Finde ich keine optimale Übersetzung, aber ja. Meine Zeit wird noch kommen. Bald kehre ich nach Menso Beranzan und Sokere zurück. Dann wird der Erzmagier mich verehren. Man wird mir dienen. Ich will auch so eine Drinne werden. Okay, du bist irgendwie nicht zurückgekehrt anscheinend. Jetzt lass die... Jetzt lass das blöde... Die blöde Fackel draußen. Anscheinend habe ich hier was kaputt gemacht, was ich nicht hätte kaputt machen sollen. Ach so. Die 12er Lederrüstung ist für keinen gut, ne? Außer maximal für mich, aber ich habe hier halt ein weniger Wuchtschaden. Bin relativ selten am Dingensen. Kann das mal hier rüber tun. Genau den ganzen Kram auch. Das auch von mir aus. Nee, das hat auch nichts mit dem Game zu tun. Das ist offiziell die Übersetzung von Wizards of the Coast. Also das hat nichts mit den Entwicklern zu tun. Das ist die offizielle Übersetzung, weil es gibt einen Crossover zwischen Magic the Gathering und Dungeons & Dragons, und da gibt es auch die Drinne als Kreatur. Deswegen, das haben sie genauso übersetzt, wie Wizards of the Coast das haben will. Das hat nichts mit irgendwas anderem zu tun. Ja. Dich werde ich, glaube ich, nicht benutzen. Vermute ich stark. Hast du dich für oder gegen die Gobos entschieden? Ich glaube, ich habe mich noch gar nicht entschieden. So richtig. Die Goblins sind zumindest noch am Leben, sage ich mal so. Ich habe mal mit denen versucht zu kämpfen, aber wurde, glaube ich, ziemlich aufgemischt, deswegen die leben noch. Ich hätte theoretisch hier das Kriegshorn von den Ogern. Wir können das ja alles mal an die Waren. Ans Lager senden wollte ich natürlich nicht an die Waren. Ans Lager senden. Basiliskenöl. Oh! Oh. Wo habe ich denn das ja gekriegt? Das wäre praktisch gewesen. Ich weiß auch nicht. Achso, Marinas Medaillon, das ist von der, ja. Puh, was ich damit mache, ist jetzt eine gute Frage. Die orangen Sachen sind immer so ein bisschen die Questgegenstände, ne? Habe ich so das Gefühl. Ich kann das hier, glaube ich, auch ans Lager senden. Deswegen ist der Boomstecken auch so, wie er ist. Und nochmal wieder sortieren. Kridianische. Okay. What? Das war einfach eine Falle oder was? What the fuck? Warum ist hier gerade an der Wand so ein Ding verschwunden? Die gehen weg, oder was? What's that now? Das da oben ist auch verschwunden. Holopilze, ich sehe gerade, deswegen ist der runtergefallen. Okay. Das erklärt, woher der Tote kommt. Okay, Vorgänger in Nachforschung geschafft, aber hat man das schon mit der Höhe, oder was? Perfect ring of mushrooms. Nature or magic?
Hier ist der Ring. Ich speichere lieber vorher. Pretty, but it doesn't do much. Okay. Nature, er sieht so schon ein bisschen magisch aus hier die Ecke. Aber Nachforschungssachen kriege ich hier nicht, ne? Nee, Nachforschungsrolls kriege ich hier nicht. Die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Nach unten oder nach oben? Das sieht ein bisschen mehr aus, oh shit, wie die Schmiede, die wir eventuell suchen. Sind wir ehrlich? Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es doch einfach... wir werden es erkunden müssen, glaube ich. Still breathing, despite everything. Scorch marks. And it's not me this time. Oh. Oh shit. Action, not reaction. I'm ready. Kommt ihr da raus? Indolence breeds madness. Attention. Hong Kong. Kann ich mich jetzt schon zurückziehen? All's well that ends. Not as bad as it could have. Making me sweat. Hä? Like it's well be done. Du sollst auch rauskommen. Du kannst noch mal eine Runde spurten, damit du bei den anderen auch rauslaufen kannst. Darf ich mich jetzt zurückziehen? Ich habe mich noch nie aus dem Kampf zurückgezogen. Umgebungszug. Wie zieht man sich aus dem Kampf zurück? Da gibt's eine Option. Rundbasierten Modus verlassen. Ah, so. Oder das. Okay, das Ding ist eine automatische Verteidigungsanlage. Die könnte ich nur versuchen zu überlisten, indem ich mich hier dahinter verstecke und sie dann von hier aus angreife? Uch. Kamera! Und ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt Damage machen kann. Und hier oben ist direkt noch eine. Also... ich glaube, der Vordereingang ist es nicht, sind wir ehrlich. Ich glaube, der Vordereingang ist es nicht. Speichern wir nochmal. Darüber dürfte ich springen dürfen, oder? Ja. Ups. Heruntergekommenes Dorf. Ja, das hat ja leider nichts zu sagen, wenn das Camp schon eine Weile leer ist. Wir müssen nur also irgendwann auch demnächst mal wieder eine lange Rast machen. Also die Lampen brennen auch unter das Lagerfeuer. So leer kann sie... ich bin jetzt voll im Eldenring-Ding hier, ne? Das riecht mich krass an diese Eldenring-Kristallhöhlen. Goldhalskette. Yum, 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 yum. Liegt einfach eine Goldhalskette rum. Okay. Oh, ich bin ein kräftiger Springer. Okay, gucken wir mal hier runter. Ich bin super vorsichtig gerade, falls ich euch das aufgefallen ist. Weil ich sag mal so... die Erfahrung hat mir gezeigt, dass es manchmal Schwierigkeiten gibt sonst. Was passiert denn mit der Fackel? Die ist einfach... okay, die war einfach hinten an der Schaufel dran. Okay, das sind Pfeile. Wir haben keinen dedizierten Fernkämpfer tatsächlich. Hier, Lizelle, du kannst doch eh mit allem umgehen. Viel Spaß damit. Holztruhe leer. Oh, das kann ich sammeln? Das kann ich sammeln! Das ist aber ein großer Stein, den ich einpacke.
Gewicht entsprechend schwer? Soll ich den vielleicht direkt zermüllern für eine Suspension? Ne, nicht bitte ineinander. Schlichte Stiefel. Halb gegessene Apfel, verdorbene Siruptutte. Aschaba-Abend. Cool, dass ich da hochklettern muss, einzusammeln. Und eine Holzkiste, die leer ist. Da ist ein Schiff. Unterreich Dürgerboot. Das zählt aber als Diebstahl, wenn ich das benutzen will. Ich habe voll die Panik hier, dass ich gleich sonst was kriege. Ich glaube, wir rasten hier mal kurz, damit wir alles wieder aufgefüllt haben, weil ich glaube, wir haben keine Überlegenheitswürfe mehr. Wir haben keine. Ich glaube, noch ein Kampfrausschlagung, wenn überhaupt. Und die hat auch keinen Zauber mehr. Also, lange Rast. Yes. Auch wenn wir die Trefferpunkte voll haben, würde ich sagen, wir rasten mal ein bisschen. Oh lol. Das ist ja cool. Wir haben sogar einen passenden Rastplatz. Hallo Kratzer. Hope you're keeping well, friend. Ich streichle ihn wieder mal. Ja. Ich würde zwar so nie einen Hund streicheln, aber man kann ihn sonst nur so streicheln. Von daher besser so als gar nicht. Ach, Volo. Hallo. Bist du jetzt auch hier? Ah, my good fellow. Der ist ein Bade, hä? Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Okay. I was just settling in and reviewing my latest findings. Mind flayers, cultists and, of course, your esteemed company. Dankeschön. Was wisst ihr über die Gedankenschänder? I'm practically an expert. They've tentacles, you know. Quite shocking. The druid Halson had some kind of mind flare specimen in a jar in his quarters. A replica, no doubt, but truly fascinating to see up close. Moment, was? Der Druide Halson hatte eine Art Gedankenschinder in einem Glas in seinem Quartier, ein Replikat ohne Zweifel, aber äußerst faszinierend aus. Okay. Ich habe selbst gegen einen gekämpft und ihr Parasiten, wisst ihr, was wir besiegen? As a matter of fact, I do. But why do you? Ein Gedankenstück hat eine Larve in mein Gehirn eingepflanzt. Das muss ich jetzt nicht jedem erzählen. Ich habe nicht nur ein Gedankenstück getroffen, ich habe sogar einen getötet. That can't be. Doch. Habe ich Spielzeug im Lager gehabt für den Hund? Ich glaube nicht wirklich. Ich hatte irgendwann mal einen Teddybären eingesammelt. Aber ich weiß nicht, ob ich den inzwischen nicht schon verkauft habe, weil ich nichts gefunden habe, wofür ich ihn benutzen kann. Ich wurde von Gedankenschirm gefangen. Ich habe Glück, noch am Leben zu sein. You're mad! But tell me, have you noticed any residual psionic malaise since the alleged encounter? Ja, habe ich. Und die Gedankenschänder hatten mich mit einem Parasiten infiziert. Schäden ist ein Weg, es zu sehen, wohl eher psychische Übertragungen. Curious. Illithids, their technical name, form a hive mind. One shouldn't be able to hear their dark whispers. Unless. Unless man hat einen Parasiten. Unless man ist mit einem Parasiten infiziert. That's quite impossible. You'd have undergone seramorphosis by now. Ja. Könnte euer Unglauben noch nur die Tatsachen ändern. You'd be a mind flayer by now. You? Infected by a mind flayer? Ridiculous. Ach, Volo, Alter. Untersucht mich und seht selbst. Perhaps that's for the best. I'd be irresponsible not to debunk such a strange claim. Da bin ich jetzt gespannt, was jetzt passiert. Schneidet er mir jetzt den Kopf auf oder was? If I just peer in your eye, I could quickly. Oh, dear sweet gods!
Man kann es durch die Augen sehen. Ich will es ihm jeden Preis loswerden. We'd have a specimen of incredible rarity on our hands. I'll need to research the particulars, however. Ist der auch noch eine Option, das Ding loszuwerden? I'll have this little issue sorted. Okay. Volo hat sich dazu entschlossen, aus dem Lager zu bleiben. Es könnte sich als nützlich erweisen, einen solch gebildeten Gelehrten in der Nähe zu haben. Du erhältst Jacke des Wohlwollens, heilende Reime. Wenn du einen Verbündeten mit bardischer Inspiration inspirierst, erhältst du 4 temporäre Hit-Trefferpunkte. Okay. Das brauchen wir nur leider gar nicht. Das können wir direkt zum Lager senden. Ich vermute auch, viele von den Briefen können wir zum Lager senden. Aber die will ich eigentlich dabei haben. Dich können wir auf jeden Fall ans Lager senden. Ja. Weiß nicht, was er mit der Seelenmünze machen soll. Könnte ich die auch mal ins Lager senden wahrscheinlich. Man weiß ja nie. So, haben wir mit Volo gesprochen. Also, das Lager sieht deutlich hübscher aus als das Overground-Lager. Der Mind-Dingens fühlt... Was? Fühlt wie der Sourcebinder-Collar. Ja, es geht in eine ähnliche Richtung, ja. Wie geht's denn unserem magischen Aussaugerler? Wo ist denn der hier überhaupt? Da ist das magische Aussaugerle. Hallo! How can I help? Ich hab magisches Aussaugerle. Your enterprising approach to my problem is most encouraging. But it is a delicate process to keep my condition stable. I do not yet need to consume an item, but keep it close by. It will not be too much longer. Okay. Na gut. So, wir haben dich noch, aber du wirst mit uns, glaube ich, nicht reden, so besonders. Von daher, wer hat Flip gemacht? Oh, das ist Wermut. Und das ist ein Ball, guck mal. Da ist ein Spielzeug für den Hund. Gute Idee. Ich vermute mal, du hast ein bisschen mehr gewusst schon, aber gute Idee. Oh, und Kardach. Ich hoffe, du bist gut, Freund. Kann ihn aber trotzdem nur streichen. Muss ich es einfach doch auf den Boden legen in seiner Nähe? Aber mir reicht es theoretisch auch, wenn der einfach da chillt, wo er ist. Moment, wo ist jetzt der Ball hin? No! Da. Hat ihn nicht interessiert. Halten das mal fest. Kalach, wie geht's denn dir so? Hey, Soldier. Hey, Teufel. Das haben wir schon gefragt. Ja. Frage ist... Will ich jetzt doch vielleicht Gale mitnehmen, jetzt wo ich ein paar Artefakte habe? So als... Frage ist, wen will ich ersetzen? Das ist unsere Healer- und Tank-Tante. Wahrscheinlich würde ich Lezelle ersetzen. Am ehesten. Aber die macht inzwischen auch ordentlich Damage. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei der Zusammensetzung der Party. Da funktioniert's ja. Was habe ich denn eigentlich alles im Lager hier rumliegen? Vor allen Dingen Essen. Und eine seltsame Kleidertruhe. Ey, die wollte ich nicht rausnehmen, ich wollte sie öffnen. Ich wollte sie tatsächlich nicht rausnehmen, ich wollte sie öffnen. Da ist übrigens der Stoffbett, den ich noch habe. Wo sind jetzt hin? Wo ist sie denn jetzt hin? Die Kleidertruhe. Bin ich blind? Ich sehe sie nicht mehr. Ich sehe sie wirklich nicht mehr. Da oben. Öffnen.
Leute der schönen Wetterbaden. Ach so, das ist das. Ja, okay, never mind. Ja. Kenne ich. Ich habe die Collector's Edition gekauft, deswegen. Die Deluxe Edition, deswegen haben wir noch was gekriegt. Okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Also. Und wir können den Teddy ja noch dazu tun hier. Zack. Keine Ahnung, ob der hier bleibt. Auto auswählen. Let's go. Auto auswählen? 49 von 40? Was? Was soll das denn? Wählt der nach Stapel aus? Der wählt nur ganze Stapel aus, kann das sein? Bei dem ganzen Auto auswählen? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Oder sehe ich das irgendwie falsch? So, also das Auto auswählen, das ist nicht genau 40 von 40 macht, verstehe ich nicht ganz. So, gibt jede Menge Wurst auf jeden Fall, lange Rast. Tada! Oh, ich träume was. Ja, guten Tag, Herr Wächter. I promised I'd be back. Don't worry. I have things under control. For now. You haven't been using the parasite's power. You think you don't need it. Ich denke, sie könnten mich korrumpieren. You thought Nettie might be able to help you in the Druid's Grove. But all she did was reaffirm the danger. Sie macht ein Auswertungsgespräch mit uns. Understandable. But you're looking for solutions in the wrong places. Sag mir, wer ihr seid. It's complicated. But I'm an adventurer. Just like you. And then you took an arrow to the knee. Just like you, I was infected with a mind flayer parasite. Just like you, I seek to be free of it. But to do that, we'll need to think beyond local healers. Your parasite is unusual. It is wrapped in magic that prevents its removal. Okay. Until the source of the tadpole's magic is destroyed, any attempt to remove it will kill you. The parasites were merely a symptom of a greater sickness in Faerun. Okay. Wovon denn? Woher wisst ihr so viel über diese Larven? I have kept a careful watch on the movements of the cult. Though the Absolute's aims are not yet clear to me, its methods are. These parasites are more than illicit spawn. They are vessels for control. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. You witnessed it yourself with Priestess Gut. Ach so, ja. That is how the cult of the Absolute is spreading. The highest of their rank, the true souls, carry a tadpole just like yours. It is how they receive their orders. It is what makes them obey. When the order to transform is given, it will not be a matter of days. They will be mind flayers in an instant. Were it not for my protection, so would you. Klingt, als hätten die Gestankenschinder eine bessere Variante gefunden, ihre Umwandlung vorzubereiten, dass sie nicht gejagt werden, weil sie einen verwandeln, sondern dass sie erstmal Hunderttausende infizieren können und dann snap alle verwandeln und jetzt haben sie alles übernommen. Wie beschützt ihr mich? Warum schützt ihr mich? Warum soll ich euch glauben? Warum schützt ihr mich? Aber ich habe dich sonst noch nie getroffen, außer im Traum. We are alike. You and I. I've been trying to escape from this evil for a long time. Once I almost succeeded. Okay, du bist ja schon lange dabei. Through you, I've been given a new chance.
You can go where I cannot, and I can protect you from that evil. Ich habe nicht ganz verstanden, wie unsere Beziehung ist. We may turn this around. Und woher du überhaupt kommst, weil du weißt, wer ich bin und sowas. Hells. They need me. I have to go. Zeig mir, wo ich euch finden kann. No. It isn't safe. The power I used to protect you. I stole it from someone. They want it back. I will hold them off for as long as I can. But sooner or later I will be worn down. Okay. Let's discover the source of the magic that controls the parasites before that happens. Follow the cultists' trail. They will lead you to their masters. Use the powers your parasite gives you to convince them you are one of them. And when you find the source of their magic, destroy it. Go. Our freedom depends on it. Warum müssen in Rollenspielen eigentlich mal alle in verdammten Rätseln sprechen, Mann? Das ist ein Traum. Sag mir doch einfach mal, was abgeht. Oh. Hallo. Hallo. Haha, ha. Stopp. Mit Tieren sprechen. The dog holds a well-chewed ball in his mouth. Ah. Gib mal her. All right. It's only fair that you enjoy it too. But if you feel like throwing it, I wouldn't mind that at all. Na dann. Hä? Wie werfe ich den denn jetzt? Werfen. Ah. Lul, man kann den Ball werfen. Da darf ich nicht werfen. Warum darf ich doch nicht werfen? Da. Jetzt. Das ist ja cool. Das war nicht der Teddy, demnach. Sondern er wollte den Ball haben. Ich geb's dir jetzt zurück. Hier. Da ist dein Ball. So, was hast du jetzt noch zu sagen nach der Nacht, Volo? Was geht ab bei dir? Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Moment, das hatten wir schon, oder? Etwas ergeben, das bei meinen Parasitenproblemen helfen könnte. What? Das ging aber schnell, deine Nachforschungen. Eine ganze Nacht hat's gedauert. My research turned up a rather brilliant technique that seems quite actionable. It's not too deep, just behind the orbital socket. I could attempt an extraction. I've a needle in my tunic, after all. Hast du das schon gemacht? I assure you, I've dreamt of it a thousand times over. Verliere ich jetzt ein Auge? Ich habe so hübsche Augen. Mir wurde gerade gesagt, dass die ganze, dass es mich umbringt, das zu versuchen. Kann ich speichern hier? Ich kann hier speichern. Gut, bevor ich jetzt hier gleich sterbe und Sachen neu spielen muss. Tu das. Carefully holds one of your eyes open and begins to prod uncertainly with the needle. Die Beschwerden hat Dodo nicht fortfahren lassen. The needle finds the gap between eyeball and socket. Volo frowns and begins to push. Oh! Through your body as the needle snags on your optic nerve. Ow! Scheiße! I have it! The needle seesaws back and forth, plucking the nerve like a harp string. Oh, bother! There's some obstacle in the way. I shall need a more robust implement. Das ist mein Auge, das ist mein Nerv. Es
stop? Now? Ja, wir sind ja fertig. Alter, what the fuck? Hämmert der mir einfach eine Auge ins Gehirn, eine Nadel ins Gehirn. Regrettable. Mark my words. Ceramophosis will be far more painful than this procedure. Alter. Moment, jetzt haut er ab? Wieso ist er denn jetzt abgehauen? Weil ich gesagt habe, hey, das reicht? Das ergibt keinen Sinn für mich, egal. Alter Vater. Boah. Okay, ich sag mal so, Lena kann das Spiel nicht spielen. Weil die hat ein Problem, wenn es darum geht, Sachen im Auge zu haben. Und so wie ich das sehe, hat man das ja häufiger mal. Ach du Scheibenkleister. Lol. Das ist jetzt das Gesetz, was ich jetzt ziehen kann. Ja. Moment, Vivon gibt's auch für die Waffe, ne? Ja. Sollte also vielleicht jemanden geben, der eine Waffe benutzt. So wie Kalach. So, ja, dann würde ich sagen, wir gehen wieder hier hoch und gucken uns mal den Rest von diesem alten Dorf hier an. Sieht nicht so einladend aus. Oh, das ist eine Schaufel. Ich kann die Fackel anmachen. Haha, für Licht. Hier gibt es jede Menge Schaufeln. Wegpunkt entdeckt. Ah ja. Wegpunkt entdeckt. Wie Azimut und andere Götter 6. Ilmata liebt alle Märtyrer, die für und andere ihr Leben geben. Der Kranken- und Leidenführer schenkt diesen Helden den Segen. Jergal überließ seinen Knochenthron der einst einem anderen, bewacht die Toten für Kelemor nun, auf dass ihre Seelen nicht wandern. Kelemor, als Herr der Toten bekannt, ist bei dir, wenn du stirbst. Nimm deine Seele an die Hand, dass du im Tod dich nicht verirrst. Nee, nicht lesen. Aufheben. Verfaulte Pilze brauche ich tendenziell nicht mitnehmen. Leuchtende Edelsteine gibt es hier einfach unten. Da ist noch ein fleckiges Tagebuch. Stark verbranntes Tagebuch. Auf der Rückseite des Einbands steht Eigentum von Vulbren. In einem der wenig lesbaren Einträge fragt sich der Autor, ob er seinen Freund Barkus jemals wiedersehen wird, nachdem er sich auf den Weg an die Oberfläche gemacht hat. Was? Der offene Osten, Band 5. Verbreitet die Kunde, dass Sempia um jeden Preis zu meiden ist. Es ist ganz offenkundig die Heimat etwas übereifriger Gesellen, die dazu neigen, die Geschichte des Landes als einen serilischen Vasallenstaat abzutun, einen aber dennoch ohne zu zögern die Notiz aus den Talländern rauben und einen dann an Piraten verkaufen. Glücklicherweise wurden diese Piraten wiederum von einer anderen Bande von Freibeutern überfallen, die nur zu gerne bereit waren, einen Schreiber an Bord zu nehmen. Ich freue mich darauf, die Reisen zu dokumentieren, denn unser Ziel ist Tesk, das Tor zum Osten, wo die Straße geradewegs nach Ruschemen führt. Doch leider verbringe ich fast mein ganzes Zeit damit, Ladelisten zu fälschen. Okay. Noch ein Judesäckchen, da sind nur verfaulte Hühnereier drin. Und da ist noch ein Judesäckchen. Ist auch nichts Sinnvolles drin. Hier sehen wir schon mal einen Amboss, dem ich aber nichts machen kann. Verrottete Körbe haben tendenziell verrottete Sachen drin. Okay. Hier kann ich runterklettern, wenn ich will. Ich bleib, glaube ich, aber erstmal hier oben kurz. Die verrotteten Körbe lasse ich sein. Die drei Gold, die da tendenziell drin sind, wenn überhaupt. Was geht denn hier ab? Oh. Tododurgar. Noch ein Tododurgar. Und hingerichtete Tiefengnoben. Großer Zauberstab der Feuerbälle. Was? Aktionen nutzen, um den Feuerballzauber dieses kaputten Zauberstabs zu wirken. Alle Kreaturen in unmittelbarer Nähe müssen einen Geschicklichkeitsrettungswurf ausführen. Scheitert der Wurf, erleidet das die Ziel 8 bis 48 Feuerschaden, andersfalls die Hälfte. Ist mit Dellen übersät, die Spitze völlig verbogen. Ist das eine gute Idee? Also, es kommt keine Zauberplätze, ne?
wenn ich das richtig verstehe. Aber es ist eine gute Idee, einen krummen Zauberstab zu benutzen. Die Alternative ist, ich habe keinen Bonus. Ich kann den nicht benutzen, oder? Zauberwirken beenden, fallen lassen, Gegenstände. Hä? Wieso darf ich den nicht ausrüsten? Ist doch eine Waffe. Nahkampf, Geschicklichkeit, Rettungswurf. Moment, ist es wirklich nur um mich rum? Um den Feuerball dieses kaputten Zauberstabs zu wirken. Alle Kreaturen unmittelbarer Nähe müssen einen Geschicklichkeitsrettungswurf ausführen. Zauberwirken werden. Nee. Aber ich rüste trotzdem das Ding dabei aus. Ich kann den Zauber wirken, aber ich habe trotzdem meinen Zauber, mein Funkending. Ich bin ein bisschen irritiert. Was das dann bedeutet. Habe ich den jetzt einfach dabei, weil ich den im Rucksack habe? Wie sie sagen, um das Stabelstäbe sind okay. Ja, genau. Daran habe ich so ein bisschen auch gedacht. Aber ich kann nicht ausrüsten. Aus welchem Grund auch immer. Noch ein Toter. Oh, hingerichtete Tiefen genommen. Kurzschwert des ersten Blutes. 3 bis 15. Bewirkt zusätzlich 1 bis 8 Stichschaden bei Zielen, die noch alle Trefferpunkte haben. Also. Wer von uns... Du hast eine 2, du hast einen Streitkolben plus 1 und du hast aber noch ein Langschwert. Da ist das Kurzschwert tendenziell beschissener für, ne? Was macht's? Was? Wenn der Anwender das mal als absoluten trägt, das macht ja keiner von euch. 1d6 plus 1. 1d6 plus 2. 1d10. Plus 4. 1d12 plus 4 plus 1d4 zustandsbedingt. Okay. Nee, war irgendwie nicht besser als die Sachen, die ich habe. Da ist noch ein bisschen Goldzeug drin. Da ist noch ein Wimmelpilz. Theoretisch. Huch. Ah, jetzt bin ich hier unten. Okay, da bin ich da, wo ich hätte hinspringen können. Oh, oh, Natur. Okay, die Pilze sind wohl sehr, sehr sporenvoll. Wurde uns gerade gesagt. Wo sind das die Dinger hier? Och. Oh shit. Hush. Do you hear it? Deinen Geist angesichts der seltsamen Stimme zur Ruhe bringen. Das hört sich gut an. If we can hear it, perhaps it can hear us. Wahrscheinlich. Okay. Ja. Das kann ja Spaß werden. Wir haben aber jetzt alle Ressourcen aufgeladen extra. Schurkenmeuchel. Einsammeln. Wimmelpilz. Einsammeln. Gibt's ein Schild? The names of settlements are crossed out. Breachstone, Sinkhole, Salson, Lolth, Old Kell, Demons. Okay, sind alle Siedlungen sind kaputt gegangen. Oh. Das hier könnte es sein. Wo die Stimme herkommt. Und hier oben ist auch irgendein komischer Altar oder sowas. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Moment, welche Stufe sind wir eigentlich? Wir sind Stufe 4. Noch kein... Kamera! Ich will zurück zu meinem... Danke. Ich wollte eigentlich erstmal... Jetzt bin ich echt hin und her gerade. Ich wollte eigentlich erstmal das Dorf erkunden, aber... Jetzt habe ich irgendwie auch Bock, hier das zu erkunden. Geht's denn hier drüben hin? Geht's hier noch irgendwo hin? Hier kann ich ja schon drauf, ne?
Ich glaube, hier geht's nirgendwo hin mehr. Let's get going. Denke ich. Okay, wir laufen, glaube ich, gerade in so ein Sporennest rein. God, what's happening? Corpses. These creatures did battle with Dwergar. Giftspore, Nachtlichtwedel und Schurkenmorchel. Okay. Ich habe das Gefühl, es geht gleich in den Kampf über. So mein Gefühl. Aber hier wurde richtig hart gekämpft. Langbogen. Die Pilzleute. Genau die. Genau die Booms-Mushrooms. Das besser. Das sieht besser aus. So. Bevor wir da nochmal reinrennen hier. Regrowny? Das war doch auch gerade schon Kaboom, oder? Humpen. Verlach trägt das. Guten Tag. Bestimmt jetzt immer sauer, weil ich die Pilze kaputt gemacht habe, oder? Oh. Okay, hier gibt es noch ein paar Leute. Die scheinen aber nicht direkt böse zu sein. Darf ich das noch machen? Ich hoffe. Der Eldritch Blast! Hallo. You were swallowed by a chorus of turbulent music. Through one creature sing many voices. The harmony of an entire collective. Sovereign, he has come. What? He Air? Is here. The choir fades. A single melody rises above the others, brassy and commanding. I am sovereign. You see a vision. Your lifeless body wrapped in fungal tendrils. The sovereign is threatening you. Okay. State your purpose. Parasiten konzentrieren, die Wahrheit über Parasiten sagen, du bist auf der Suche nach einer Behandlung unterwegs. Ich bin auf Reisen, suche Abenteuer. Verstehen anstrebe, ich auf die Lied des Königs konzentrieren, einschüchtern. Meine Absichten sind vertraulich, lasst mich durch, dann tue ich euch nichts. Diese Gedankentricks machen mir keine Angst. Ich bin auf Reisen, suche Abenteuer, ist eigentlich gerade das Ehrlichste tatsächlich. Wenn ihr keine Eins würfeln, sollte es klappen. Nice. Plump, plump. Fungal roots weave through your mind, seeking your true intent. Then the sovereign drones a new melody, cautious but welcoming. Descend to me. Let us speak in flesh. The persistent music coaxes you forward. The sovereign expects. Der ist hübsch. Okay, wir haben uns halbwegs gut gestellt mit den Pilzmenschen erstmal anscheinend. Schwarzseegrotte wird gespeichert. Ja, okay, danke schön. Sonst hätte ich sie selber gemacht. Da wir nicht mit den... wo sind wir denn hin? Da hinten, oder? Moment, da ist der Ausgang, glaube ich. Nee, ich glaube es hier nicht. Nee. Auch die Pilze sind Klauen, das machen wir mal lieber nicht. Aber hier gibt es einen Händler. Lul, what? Guten Tag. Wer sind denn Sie? Ah, a visitor. You're a welcome sight.
Du bist ein Halborg, oder? The customs of the locals. The scholar's brow tenses. His voice spills into your skull. The spores connecting. Oh, die Sporen können auch sowas verbinden. Blurg, proud member of the Society of Brilliance, at your service. Or perhaps not. Your mind is far more complex than that of the fungi. Ich habe noch nie von einer Gesellschaft Brillanz gehört. Ein Hobgoblin ist es. Understandable. We are small in number and rarely stay in one place for long. My colleagues and I are working to improve conditions in the Underdark. Mm. This need not be such a dire, hostile place. Okay. It's curious to find a surface dweller here. What has brought you down so deep? Ich habe Pilze gesammelt, die ich oben verkaufen möchte. Ich bin ihr Enttäuscher. Ich habe Pilze gesammelt, die ich oben verkaufen möchte. Ja, ja, ja. Let's go. So viele Boni, ey. What the fuck? Okay, er muss wieder eine Einzel würfeln, damit ich das verkacke an der Stelle. Then you've come to the right place. The hybridization among fungi in this circle is truly unique. Dankeschön. Perfekt. Ich habe nie einen Forscharbeit im Unterricht. Scheint ziemlich gefährlich zu sein. Yes, but it has abundant natural resources. Das ist logisch. Trillimac. I've studied them for years. Landhaie? Rettungsruf bescheidet, arkane Kunde. Damn it. Was haben wir Untersuchungen ergeben? This is not a wasteland. It is a glorious ecosystem. Every civilization here could thrive without conflict. Könnte. Ich habe noch nie einen Hobgoblin wie euch getroffen. The feeling is mutual, friend. I have only passing familiarity with the surface races. But I found that there is as much to learn from an individual as there is from a community. Hmm. So it is with the Myconids. They live in harmonious unity, but each has a unique personality. Habt ihr was Interessantes im Handel? A good bargain, if anything in my private collection is to your liking. Was hast du denn so? Ein Stiefel, der die Bewegungsrate des Gegners durch schwieriges Gelände nicht beeinträchtigt. Nett. Nicht ganz so relevant, weil ich ranged bin, aber bei meinen Nahkämpfern. Diadem des Versengens. Sengender Strahl, der Vorhung des Zweiten. Dieses Diadem gewährt dem Träger die Fähigkeit, Sengender Strahl zu wirken. Auch nicht schlecht. Sengender Strahl ist, glaube ich, gar nicht so ohne. 6 bis 36 Schaden. 6d6. Jupp. Die magischen Kräfte der Klinge. Das Verderbte der Klinge wirkt nur, wenn sie an einen mystischen Ritter gebunden oder die Paktwaffe eines Hexenmeisters ist. Das wird bei uns funktionieren. Diese Waffe hat einen Bonus von +1 auf Schadens- und Angriffswürfe. Bindung des Verderbens. Bei einem Treffer kannst du möglicherweise Verderben auf dein Ziel wirken. Was ist denn Verderben? Hat einen Malus von 1w4 auf Angriffswürfe. Aber da muss ich mit der Waffe angreifen, oder? Und mit Umgang mit Kriegswaffen oder Kurzschwertern ungeübt. Ja, es ist. Wir sind wohl nicht der Hexenmeister dafür. Lebenslader. Wenn der Träger Blitzladungen erhält, bekommt er auch drei What? Das ist doch perfekt mit der Kombination mit Zauberfunkler. Das wäre ziemlich geil. Weil wir einfach immer temporäre Trefferpunkte kriegen, wenn wir zaubern. Bei jedem Zauber. Psychische Geschosse verschießt einen zusätzlichen Wurfpfeil, wenn immer du magisches Geschoss wirkst. Wenn du einen Gegner verbrennst, erhältst du 2 Züge lang Hitze. Was ist denn Hitze? Umgeben von einem rachsüchtigen Feuer, leidet bei jedem Zug 1-4 Feuerschaden, kann aber konzentrierte Hitze einsetzen. Immer wenn du einen Gegner verbrennst. Geschenk des Sonnenwandlers. Der Träger kann in der Dunkelheit bis zu 12 Meter weit. Auch nett. Melfs erster Stab. Melfs Säurepfeil.
können wir damit casten. 4d4. 6 bis 24 plus 2d4 Säure verzögert. Ja. Ich sehe die Schriftrolle wiederbeleben. Vergrößerungsglas. Bist du an Dingen interessiert? Was ist denn die normale? Der normale Preis für so eine Kette? 7. Du bist mir, glaube ich. Ich glaube, du nimmst so Sachen ganz gut. Ein verblichenes Logbuch. Verblichenes Logbuch habe ich irgendwann mal gelesen. Reicht mir, glaube ich. Tagebuch der Priesterin. Bodus Reiseführer zu Baldurs Tor. Notizen. Ich glaube, die nimmt er mir ganz okay ab für einen ganz okayen Preis, habe ich das Gefühl. Die Tränke aber nicht. Die Tränke so gar nicht. Also nicht wirklich. Die kosten viel zu viel. Bildung der Gläubigen. Ich glaube, da macht er sogar die Hälfte sogar draus. Das ist ganz, ganz nice. Buch der toten Götter, das behalte ich mal lieber. Bei denen bin ich mir auch nicht sicher, ob das so... Der Blutstein nimmt er mir, glaube ich, ganz okay ab, aber den Malachit nicht, oder? Ich sehe halt hier leider nicht, was der Originalpreis ist. Das ist so ein bisschen das Blöde. Glaube ich. Dunkelsicht. Amulett. Mit Toten reden. Mit Toten... Ich sollte mal mit Toten reden. Ich Vollidiot. Ja, die Frage ist, nehmen wir jetzt irgendwas davon mit? Wenn, dann ja wahrscheinlich das, die Leben, den Lebensspender. Was war Wucht? Moment, was war meine Wucht hier oben? Mehr Bewegungsrate. Es ist nicht so geil, wie, glaube ich, temporäre Trefferpunkte auf unseren Blitzbomsis. Könnt ihr Parchment miteinander kommunizieren? Oder halt Melfs erster Stab. Wäre auch ganz geil. Sind wir ehrlich. Magie des Gewebes, eine Einführung. Seelenmünzen, eine Abhandlung. Silvanischer Stein. Schriftrolle, Dimensionstypothetisch und höchstens ein verbünden an eine Stelle, die du sehen kannst. Die verbünden darf höchstens mittelgroß sein. Ja, jetzt bin ich oder halt weit. Eigentlich das Weitsehen ist, glaube ich, das Nützlichste. Da muss ich nicht die ganze Zeit mit der Fackel rumrennen, würde ich sagen. Da kriege ich nämlich Dunkelsicht. 12 Meter weit. Ja, das hört sich, glaube ich, mit am besten an. Oh, puh. Wahrscheinlich will ich aber den Lebensspender trotzdem haben. Weil die kann ich ja wieder auffüllen. Auch wenn ich gehittet wurde und wieder zauber, kriege ich ja wieder die 3 Lebenspunkte. Und das Verderbte? Ja, gut. Ne? Ich glaube, ich will das schon haben. Very well. I have mushrooms to catalog. Dann viel Spaß. So, wir rüsten jetzt aus. Dich? Dich? Und wo ist der Ring hin? Ring, Ring, Ring. Ring, Ring, Reiter. Der hat original 18. Gibst du mir für Ringe was? The Mushroom Hunter. Have you made any new disc? I do enjoy a good bargain. If anything in my private collection is to your liking. Die Fackel nimmst du zum Beispiel auch ganz gerne, glaube ich. Und da. Ja, glaube ich, 17. 9 ist da, glaube ich, auch ganz gut. Very well. So, jetzt haben wir doch Dunkelsicht, richtig? Beziehungssporn. Sollten wir jetzt haben. Wenn ich das rausnehme, sollte ich weniger sehen. Okay, das zählt wohl nicht als Dunkelheit. Ich bin etwas irritiert. Na gut, wir lassen den einfach. Was? 20 XP?
Wofür gab es denn jetzt 20 XP? Wo ist eigentlich meine XP-Leiste? Nur hier oben, nur hier drin, ne? Ich glaube, sonst gibt es keine. Fungus and mold glaze the grotesque creature's face and body. A voice drifts into your mind as you gaze upon the misshapen servant. Wie eine Medusa als Pilz. Come to me. Okay, ich muss mit dem. We must speak. Muss mit dem Anführer sprechen. Gut. Wo ist denn der Anführer, wo ich hin muss? Ich muss, glaube ich, ganz nach unten, oder? Nicht nach oben. Kann das sein? Keine Ahnung, wo der scheiß Anführer ist. Yo. Hallo. Seems the shrooms are letting in more people every day. You see a fella on his own on your way in. Dwarf. Balin's his name. Täuschen? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Könnt ihr ihn beschreiben? Bald. Blue tunic. Dumb as a stick. Wollen wir die jetzt täuschen, dass wir den gesehen haben? Boah, wir könnten... Ach komm, wir täuschen. Wir sind Täuscher und wir haben so viel Bonus darauf. Let's go. Wir sind Experte im Täuschen. Yeah, let's go. Ja, haben wir. Was ist denn mit dem? Where? Ach, never mind. Idiot's probably wandered someplace else since. You see him again, tell him to get back here to me. He's overdue as it is. Okay. Kann er mir zoomen? Gegen Bezahlung. Please. I know better than to promise coin to a stranger. He'll find his own way out, or he won't. I'll wait a little longer. What? Okay. Wasted a beat. Come all the way down here. Kanach war damit einverstanden, ne? Habe ich das gerade richtig gesehen? Aber ich will trotzdem mit dir hier. Was hast du Cooles? Färbemittel Azurblau. Färbemittel Blaurose. Amulett der Genesung. Hervorrufen. Ich weiß nicht, kann ich die dann kostenlos wirken? Wenn ich das auf Amuletten habe? Massenheilendes Wort ist schon geil. Das weiß ich noch nicht so ganz. Oder kann ich es nur generell wirken und muss ihn nicht mehr als vorbereitet haben? Das ist so ein bisschen mein Problem. Oh. Das ist doch was für dich. Korrosiver Flegel. Selten, Wucht, Pflege, Streitkolben, dann bist du geübt. Beharrlichkeit, scheitert einer deiner Angriffe, wirkst du dennoch einen Wuchtschaden. Und ist einfach auch eine stumpfe Waffe? Mit plus 1. 1d8 plus 2 Wucht, 1d6 plus 2 Wucht. Der ist schon ganz schick. Trank der Unsichtbarkeit. Was? Dornenhagel. Was ist das denn? Die Dornen bewirken 2 bis 9 Stichschaden beim Ziel und explodieren dann. Die Explosionen bewirken 1 bis 10 Stichschaden beim Ziel und umstehenden Kreaturen. Dornen explodieren dennoch, bei Rettungswurf die Ziele erleiden dennoch den halben Schaden. Aha. Handschuh des Kräuterkundlers. Springen. Verwandlungszauber. What? Erhöht die Sprungreichweite. Ja, verdammt, genau. Verdreifacht die Sprungreichweite. Deine Waffenangriffe bewirken zuerst 2 Säureschaden. Ätzender Ring. Das ist irgendwie auch cool. Einfach 2 Damage mehr. Rüstungsklasse 17. Kein RK-Bonus durch Geschicklichkeit, weil es schwere Rüstung ist und mit der sind wir ungeübt. Ich glaube, auf 17 sind wir schon, ne? Genau. Das ist genau das, was wir sogar schon haben. Schwere Rüstung plus 1 auf 15. Körperlicher Beistand. Ein weniger Hiebschaden. Du erhältst einen Bonus von plus 1 auf Stärke, Rettungswürfe und Säure und Stärkewürfe. Nicht um Säure, Stärkewürfe. Schuppenpanzer, mittlere Rüstung plus 1. Das ist, glaube ich, was du schon hast, oder? Nee. Aber Kalach hat's. Genau. Erhältst ein weniger Hiebschaden. Das können wir dir jetzt natürlich auch noch geben. Damit du auch noch eine 1 höhere Rüstungsklasse hast. Hast halt keinen Bonus mehr auf Geschicklichkeitsrettungswürfe und Geschicklichkeitswürfe.
Und plus 1 auf Initiative war es dann auch nicht mehr. Das war die Fellrüstung plus 2. Mittlere Rüstung, Kettenhemd plus 1. Lederrüstung plus 1, 12. Fellrüstung plus 1. Leichte Rüstung, gepolsterte Rüstung. Langbogen ist für uns relativ irrelevant. Leichte Armbrust eigentlich auch. Verdammt, wie viel sind die denn normalerweise wert? Ich glaube, der gibt mir sogar okayisches Geld dafür, oder? Die sind, glaube ich, nie so viel, so krass viel wert. Was das angeht. Kann ich die schon mal wieder verkaufen, würde ich sagen. Ja, ich wollte vor allem den Pflegel haben. Für 600 ist aber sehr viel. Da was ich anstatt 3 bis 10, 3 bis 8 mache und immer mindestens ein Damage mache. Und neue Skills krieg. Schwächender Schlag und korrosiver Schlag. Bei einem Treffer erschaffst du eine Säurepfütze um das Ziel herum, die Rüstungsklasse um 2 reduziert. Das ist schon ein ganz guter Debuff für die Gegner, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Vergiftete Kreatur halt, ist sie nicht mehr vergiftet. Hier gibt es sogar nochmal zusätzliche 2 Säureschaden. Korrosiver Pflegel. Oh, komm, wir geben dir das jetzt mal, damit du auch ein bisschen Power kriegst. Ich müsste mir halt wirklich merken, wie viel was wert ist. Wenn ich sowas bei einem richtigen Händler verkaufen will. Der gibt mir 400 für die Drow-Rüstung? Okay, ist wohl ein Rüstungshändler. Yo! Das viel! Das ist auf jeden Fall viel. Aber ich habe keine Rüstung mehr, die ich irgendwie verscherbeln kann, ne? Höchstens den Helm, den will ich aber, glaube ich, mit anderen geben. Also die gibt mir ordentlich Kohle für meine Rüstungssachen. Das ist ja spannend. Über die Hälfte. Oder an die Hälfte. Ja, kurz über die Hälfte gibt die mir. Ich glaube, die Rüstung ist aber sehr viel, ist auch viel wert. Das ist ihr Diadem. Geschicklichkeit plus 1. Ist das nicht bei dem auch? Nee. Ich glaube, das gebe ich mal Karlach. Die kriegt jetzt hier Wucht. Rettungswürfel Konstitution. Ausguss von... Ich würde das Diadem tatsächlich ganz gerne lassen, aber das ergibt keinen Sinn. Doch, du hast noch eine Rüstung. Ein Kettenhemd plus 1. Warum verkaufen wir das nicht an sie? Alright. What now? Well? Da. Bitteschön. Danke. Was macht ihr da unten? Waiting for that idiot Balin's return. Unless you've seen him, we don't have much to discuss. Ich finde doch mehr im Stil. Okay, ich könnte sie dann noch mehr fragen, aber das ist mir ja wurscht. Wenn die hier einfach nur tradet, ist mir das ja egal. So, hier? Ist hier der Dude? Nee. Wo ist denn der blöde König? König? Finde Balin. Erreiche die Adamantschmiede. Da geht's raus. Und da geht's raus. Wo ist denn der König? Moment, wir können durch. Ich würde gerne mit dir reden, Herr von und zu König, aber Moment, wo bist du? Du warst irgendwo oben, oder? Da oben. Hier ist, glaube ich, gut. Ja, da ist gut. Ich glaube, der war's. Souverän Spau, genau, das sieht mir richtig aus. Damn it! Oh. Seems like a good. What is the creature?
The Sovereign's thick fingers stroke the corpse at its feet. A droning melody greets you as the creature turns its gaze to you. Flesh talker, I show you a memory. Watch and listen. Okay. A violent vision grips you. Dwega, dark dwarves chopping Myconid remains. Das ist der Krieg, den wir unten schon wurden. They killed our young. The Sovereign's song slows to the pace of a dirge. It is still in mourning. We laid waste to many, but intruders remain. Lakewood. The Sovereign's song halts as it measures your worth. Okay, wir können ihnen also helfen, den Pilzmenschen. You will find Dwega invaders near Lake's Edge. Cleanse the rot. Destroy them. Let us spill blood. Dwega or Myconid, I care not which. Ach, halt die Klappe da hinten, auf den billigen Plätzen. Warum haben die Dwega angegriffen? Klar, ich kann drüber reden. Was ist mit den... In allen Höhlen habt ihr mit den Leichen gemacht? Vergesst es, wenn sie sterben sollen, können... Warum? Deep purples swirl into familiar shapes. Gnomes in mining gear, chased by Dwega. The Dwega seek a gnome. It is a guest. Okay. Okay, sie verstecken einen Gnome auf der Flucht, das ist ja erstmal nett. Ja. The Sovereign says nothing, but you hear appreciation in its song. Na gut. Dann versuchen wir mal dem Gnome auf der Flucht zu helfen. A Dwega, choking on a cloud of gleaming dust. Accept this gift. It will help you exterminate. Okay, kriegen wir jetzt was gegen die Pilzsporen oder? The Sovereign gifts you one more vision. A wall of vines parting to reveal glowing light. Okay. Riches of magic and mind. Cleanse the rot. Sie geben uns direkt hier was für eine Belohnungsaussicht. Das finde ich gut. You do the circle a service. We will await word. Ich vermute mal, hier ist wieder nicht alles so schwarz und weiß. Was er mit den Leichen macht, ist mir doch wurscht. Lass mit Flaschen mit Sporen der Hast. Flaschen mit Sporen der Hast. Tausende Sporen nur nach Freiheit gierend gegen das Glas. Tausend von weißen Sporen schwirren nach Freiheit gierend gegen das Glas. Okay. Sollte ich hier wohl nicht looten? So wie ich das sehe. Tulla. Oh. Don't. Her condition is familiar. Poison, derived from a wild weed common to the Underdark. She'll need an antidote soon. Most likely held by the poisoner. Ich habe wahrscheinlich auch welches. Ihr ein Gegengift geben. Ihr seid doch am Ende. Ich kann euer Leid beenden, wenn ihr wollt. Sie ist hilflos. Nachsehen, ob sie etwas Wertvolles dabei hat. Das waren wahrscheinlich die Pilze, vermutlich. Dwega slashed me. Oh. Ihr ein Gegengift geben. Hier. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben es bisher nie gebraucht. Ich hoffe, das hilft. Wir sind ja anscheinend jetzt gegen die Dwega, da können wir auch den Leuten helfen, die hier rumliegen. Ah, Gott! Whatever that is, I needed it. Why are you helping me? Es ist praktisch, bei einem was gut zu haben. Vielleicht lieber nicht, ja? It hurts. Gulls, garters. Oh, I don't have time for this. My kin need me. Ganz ruhig, was kann ich tun? Kind. All right. I need you to rescue my kin.
Not charity, mind. We can pay. Okay, that's nice. Best artificers in Baldur's Gate. Ooh. We were on an expedition down here when the Dwergar snatched us up. I got away, but not the others. The Greys have them digging out some old ruin across the lake. Okay. Was wollen Droge denn ausgraben? Was wollen die Droge denn ausgegraben haben? Some dusty temple. Ja, die Schmiede wahrscheinlich. They'll work my clan to death before they ever get near it. Auf was für eine Expedition war die? Nothing unusual. The briefest hesitation, but enough. She's lying. Work pays well. Help my clan and we'll make it worth your while. I swear. Überzeugen, ihr lügt. Da bin ich nämlich dagegen hier. Ich bin der Einzige, der hier lügen darf, ja? Huh, geschafft. Das war actually gar nicht so einfach. Der 15er Schwierigkeit ist heftig. Fine. It's complicated. But my clan has trouble back in the city. A blood feud. We were searching for something to turn the tide. That's Blutfehde. But it's worth a lot to us. Understand? Helf mir jetzt bei einer Blutfehde. Boah. Erklärt und hört auf auszuweichen. Ja, ich hab was gut bei euch. Ich hab euch gerettet. Jetzt seid mal ehrlich. Look, komm schon. You've done me a good turn and you deserve the truth. But that's as much of it as I can tell. I swear it. Das ist ja nicht so viel. If you need to go your own way, I respect that. But still, I'm asking. Oh Gott, jetzt müssen wir uns auch noch entscheiden. Wollt ihr es entscheiden, Chat? Ist jemand im Chat, um es zu entscheiden? Nicht so viele. Ob wir denen helfen oder nicht. Wenn ich das mache. Oh. Ich bin echt hin und her gerissen. Hin und her gerissen. Oh, shit. Befreie sie. Okay, dann befreie ich die. Thank you. Only wish I could go with you. But here. Ooh. I nabbed these boots from the Greys when I ran. I'll feel better knowing you're using them to kick some Dwerger ass. Wer ist denn die Grauen? Dwerger? And wait here, I suppose. Not much choice, eh? Ein nobles Unterfangen. Karlach ist inspiriert. Und 50 XP. Weil wir sie geheilt haben. Was haben wir jetzt bekommen? Fersen zusammenklicken. Schlag deine Stiefhaken zusammen, um Bewegungsrate und Bewegungsfreiheit zu gewinnen. Bonusaktion. Ho! Wem geben wir denn das? Hübsche Ding da. Stiefel hat Karlach bis jetzt nur. Die kriegt Funken, wenn sie sprintet. Wenn sie spurtet oder eine ähnliche Aktion ausführt. Und hat athletisch plus 1. Du hast mehr Trefferpunkte, also müssen wir das wohl Lesel geben. Bewegungsfreiheit. Ich glaube, wir brauchen es nicht. Also wir brauchen es nämlich wirklich nicht. Gut, dann speichern wir das mal kurz ab. Göttliche Führung ist ausgelaufen, das ist fein. So, wir haben jetzt ein paar Quests hier. Greets you with was? Harrowing elegy, cheerless as the new moon. Wen hab ich denn hier angeklickt? Hä? Warum hat Lazelle jetzt denn mit dem Souverän geredet? Der ist übrigens Stufe 5. So, ich wollte eigentlich... Wir haben jetzt hier mehrere Aufgaben. Wir haben... Die Aufgabe hier unten, die Dwerger-Eidringlinge zu besiegen am See. Wir haben so einen Pilzsammler finden. Ich glaube, wir werden erst den Pilzsammler finden gehen, weil ich glaube, das ist potenziell das weniger Schlimme. Ich brauche eine Maske. So, wir wollen nach Nordwesten. Ah, das ist das, wo wir dann
Ah, das ist das, was wir wahrscheinlich dann durchkommen, wenn wir denen geholfen haben. Dann komme ich vielleicht gar nicht in die Richtung, die ich will. Oh, ich kann noch mit einem Tier sprechen. Ich glaube, ich müsste hier durch oder hier unten rum. Aber ich rede mal mit dem Tier. Hallo. Want Master back. He treats me good now. Doesn't kick me anymore.